Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Der Kollege Kurt hat vorhin eine politische Bewertung verlangt. Ich finde, die politische Bewertung ist, wir setzen heute ein Gesetz um, bei dem alle gewinnen. Das gibt es selten. Es ist ein Gewinnergesetz, und zwar für jeden in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es war vielleicht früher etwas anders, aber heute ist die überwiegende Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht an starren Grenzen und Regeln interessiert, sondern daran, das eigene Leben, auch das eigene Arbeitsleben, die Frage, wann man aufhört zu arbeiten, die Frage, ob man vielleicht sein Arbeitsleben langsam ausklingen lässt, selber zu regeln. Und diese individuelle Freiheit, die setzen wir heute gesetzgeberisch um. Und deswegen ist es ein großer Gewinn für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unserer Land, was wir an Flexibilisierung ins Rentenrecht neu hineinschreiben. Und es ist für mich, verehrte Kolleginnen und Kollegen, schon bezeichnend, dass die Linke im Ausschuss mit Nein gestimmt hat. Nein. Doch. Wir haben uns im Ausschuss enthalten. Habt ihr euch auch enthalten? Ja. Dass die Linke hier dieses Gesetz so kritisiert mit Enthaltung stimmen will, weil sie nach alter DDR-Manier lieber alles klein-klein vorschreibt, anstatt individuelle Freiheit zu gewähren. Das ist der Punkt. Und ich mache Ihnen jetzt an einem Beispiel deutlich. Der Daimler-Konzern fährt schon heute ein Programm Seniorenexperten. Ein mittlerweile 70-jähriger Rentner, Facharbeiter, hat sich noch einmal bereit erklärt, einzusteigen, Integration von Flüchtlingen in die Ausbildung. Und zwar macht er das nicht, weil er muss, sondern weil er Spaß daran hat und Freude hat, sich in der Flüchtlingsintegration auch noch einmal beruflich zu engagieren. Und ich finde es eine Unverschämtheit, in einem solchen Fall von Arbeiten bis zum Umfallen zu reden, wie die Linke es tut. Das ist eine Beleidigung für diesen Arbeitnehmer. Quatsch, völliger Quatsch. Ich habe in der ersten Zeile gesagt, wer kann und will, soll länger. Der Daimler-Konzern muss natürlich in seinem Flyer, der sieht so aus ungefähr, indem er über dieses Programm Seniorenexperten informiert, darauf hinweisen, dass wenn jemand zwischen 63 und 65 noch mal in so eine Sache einsteigen will, er maximal 450 Euro hinzuverdienen kann. Ansonsten kommt das Fallbeil der Rentenkürzung. Und da der Daimler-Konzern ja nicht ganz unvermögend ist, tut er in dem Fall sogar aushelfen, indem er einen pauschalen Rentenausfall-Zuschuss gewährt. Das kann nicht jeder. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ab morgen können solche Broschüren geändert werden. Wir schaffen das Fallbeil der automatischen Rentenkürzung ab. Das ist ein großartiger Erfolg für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land. Ist schon dargestellt worden. Man kann auf jeden Fall nach dem 63er noch mal 6.300 Euro im Jahr ohne Anrechnung hinzuverdienen. Und anschließend kann man, was man hinzuverdient, 60% behalten, 40% wird auf die Rente angerechnet. Und so kann man das individuell gestalten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es ungeheuerlich, dass die Oppositionsfraktion mit dem Schreckwort Spitzabrechnung den Leuten jetzt vor dieser Regelung Angst machen. Entschuldigung, wenn ich als Arbeitnehmer Teilrente beziehe, weiß, dass ich Geld hinzuverdienen kann, dann interessiert mich sehr wohl, und zwar möglichst jedes Jahr, was exakt dabei herausgekommen ist. Also was wir machen ist, wir sorgen dafür, dass der Arbeitnehmer, der sowas macht, Teilrente bezieht, Teilzeit arbeitet, nach einem Jahr auch weiß, exakt, was dabei herausgekommen ist. Das ist Transparenz, die notwendig ist und die auch richtig ist und die ich nicht als Spitzabrechnung definieren würde. Ich schicke dann alle Rentnerinnen und Rentner zu Ihnen. Die Koalitionsfraktionen sind etwas eingegangen auf einen Vorschlag aus der Anhörung, mit dem wir uns jetzt auch jetzt über Monate auseinandergesetzt haben, das anders zu regeln. Und ich will Ihnen mal sagen, was die andere Regelung, die Alternative, machen würde. Da würde es diese Spitzabrechnung nicht geben. Und es würde dann nach Renteneintritt 26 Jahre dauern, bis das ausgeglichen ist, was eventuell zu viel oder zu wenig verdient worden ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, derjenige, der sich exakt an die Regeln gehalten hat und bei dem nichts auszugleichen wird, der wird sich herzlich beschweren, dass es Kollegen gibt, die ein bisschen getrickst haben, in Anführungsstrichen, und jetzt über 26 Jahre das ausgeglichen bekommen. Entschuldigung, die Bild-Zeitungskampagne gegen eine solche Regelung
möchte ich nicht erleben. Was wir machen, ist gerecht, ist transparent, ist das, was, glaube ich, auch die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeiter haben wollen. Die Alternative ist schlichtweg ein Ungetüm. Deswegen haben wir es ja abgelehnt. Und Entschuldigung, Herr Kurt, ich verstehe auch die Welt der Grünen nicht mehr. Gerade Ihr Parteiprogramm ist ja geprägt von der Frage mehr individueller Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten. Und dass die Grünen einen Gesetzentwurf, der genau das ermöglicht, ablehnt, das ist im Grunde genommen ein Attentat auf euer eigenes Parteiprogramm. Entschuldigung. Denn, nein, und das, und zwar macht er das damit, und das ist ja in der Rede deutlich geworden, der Kollege Rosemann hat schon etwas angesprochen. Sie suchen verzweifelt nach einem Haar in der Suppe, was dort gar nicht zu finden ist, um nachher mit Enthaltung zu stimmen. Und ich finde, das ist schon beschämend, dass die Grünen sich nicht mal dazu bekennen können, dass wir genau das machen, was eigentlich Grundtenor des grünen Parteiprogramms ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, um tatsächlich flexibel den Übergang aus dem Arbeitsleben in die Rente gestalten zu können, um vielleicht auch sich noch mal später zu entscheiden, noch mal für ein paar Monate neu ins Erwerbsleben einzutreten, um zum Beispiel bei der Flüchtlingsintegration zu helfen, wie der von mir dargestellte Daimler-Mitarbeiter, kommt es natürlich wesentlich darauf an, gesund zu sein und Spaß zu haben an der Arbeit. Und deswegen möchte ich noch mal betonen, stärken wir mit diesem Gesetz Prävention und Rehabilitation. Wir erlauben der Rentenversicherung auch stärker im Bereich der Prävention bereits tätig zu werden. Und wir wenden uns einem ganz bestimmten Segment nochmal zu, wo die Zukunft unserer Arbeitnehmerschaft, unseres Landes liegt, nämlich den jungen Menschen, indem wir die Kinder- und Jugendreha zu einer Pflichtleistung machen. Ich darf Ihnen sagen, ich persönlich war als kleines Kind gesundheitlich schwächlich, habe 7 Lungenentzündungen gehabt, man hat mich in Kinderkur geschickt, nach Bad Dürrheim im Schwarzwald. Und ich muss sagen, seither habe ich nie mehr eine Lungenentzündung gehabt und bin bis zum heutigen Tag ein relativ gesunder Mensch. Das zeigt, Kinder- und Jugendreha ist manchmal notwendig und wichtig, um jemanden für die Zukunft, für sein Arbeitsleben, Gesundheit zu stärken, zu stützen. Und dass wir der Kinder- und Jugendreha jetzt diesen Stellenwert geben mit diesem Gesetz, ist ein großartiger Fortschritt, der jeden zur Zustimmung veranlassen sollte. Vielen Dank. Der Kollege Ralf Kapschak spricht jetzt für die SPD.